Hallo, wir begrüßen Sie ganz herzlich hier im Kunstgewerbemuseum der Staatlichen Museen zu Berlin. Und die Frage ist, was machen wir hier eigentlich? Warum sitzen wir hier? Wir befinden uns in Zeiten von Corona und haben einfach entschieden, dass wir auf Nummer sicher gehen wollen und die Ergebnisse der letzten 3,5 Jahre, lange Zeit, auch in ihrer Vielfalt präsentieren und vor allen Dingen auch das Team zu Wort kommen lassen wollen. Denn hinter all dem, was vorgestellt wird gleich, worüber wir gleich noch sprechen werden, stecken ganz großartige Kolleginnen und Kollegen, die über 3 Jahre lang daran gearbeitet haben und Ihnen das natürlich nachher selber präsentieren, was die einzelnen Ergebnisse und Produkte sind und was wir damit machen können, was Sie damit hoffentlich auch in Zukunft machen können. Ein ganz, ganz wesentlicher Aspekt ist, dass, wenn es um die Vielstimmigkeit von Kulturen geht, diese sichtbarer zu machen, hörbarer zu machen, dabei spielen die digitalen Medien natürlich eine wesentliche Rolle. Sie können mit analogen Mitteln, können sie natürlich nicht so viele Bedeutungsschichten eines Objektes darstellen. Sie können nicht so viele Perspektiven analog darstellen, wie sie das mit digitalen Medien machen können. Das würde sonst so viel Raum einnehmen, dass es zulasten der Präsentation anderer Objekte ginge. Kern unseres Teilprojekts sind unsere Anwendungen. Dafür haben wir 2 Module definiert. Das eine Modul heißt Explore Digital, was die staatlichen Museen übergreifend betrachtet. Und dann haben wir das Modul Extreme Digital, was die Sammlungen der staatlichen Museen im Humboldt-Forum betrachtet. Wir haben nicht nur fertige Anwendungen entwickelt, sondern wir haben auch verschiedene Ausbaustufen, das heißt Prototypen und Konzeptstudien entwickelt. Allen gemeinsam ist das Ziel, museales Wissen und Objekte sowohl innerhalb als auch außerhalb des musealen Raumes an die Besucherinnen zu vermitteln und mit ihnen zu kommunizieren und zu interagieren. Wenn wir über das Projekt sprechen, benutzen wir immer eine Vokabel: Visitors' Journeys, die Reisen der Besucher, der Besucherinnen im Museum. Aber was meinen wir eigentlich damit, beziehungsweise wie sind wir damit umgegangen? Genau, einen der wichtigsten Punkte hast du ja gerade schon genannt, dass es eben verschiedene Visitors' Journeys gibt und eben nicht die eine Reise durch das Museum. Wir sind einfach im Projekt davon ausgegangen, dass es einen sehr individuellen Museumsbesuch je nach Motivation gibt und dass der sozusagen schon lange vorher beginnt, im Museum weitergeht und nach dem Besuch nicht endet. Zu Beginn des Projektes haben wir eine groß angelegte Besucherinnenforschung gestartet. Dabei haben wir einerseits quantitative Methoden angewendet. Das heißt, wir haben eine Fragebogenbefragung gemacht über verschiedene Häuser der staatlichen Museen hinweg. Der besondere Fokus bei dieser Erhebung lag aber darin, dass wir speziell in der Gemäldegalerie noch Tiefeninterviews mit Besucherinnen gemacht haben. Dabei sind wir von den Motivationstypen nach Fogg ausgegangen. Die Modellierung besagt, dass es 5 Motivationen gibt, ins Museum zu gehen. Von denen haben wir verschiedene Vertreterinnen gewonnen, mit uns etwa 90-minütige Interviews zu führen. Und da haben wir versucht zu erkunden, was ihre verschiedenen Stationen innerhalb der Visitor Journey sind, ganz offen gefragt. Wir haben aber auch nach besonderen Highlights innerhalb ihres Besuchs, aber auch nach Pain Points, das heißt, wir haben nach Hindernissen gefragt und daraus eben unsere Schlüsse gezogen. Die Future Walk App lädt die Besucherinnen ein, die Sammlungen der Staatlichen Museen Berlin am Kulturforum mit einem ortsspezifischen audiovisuellen Rundgang auf interaktive Weise zu erleben. Die Besucherin lädt die App runter und bekommt eine mysteriöse Chatnachricht von einem unbekannten Sender. Der fremde Kontakt kann mithilfe eines Geräts namens Anti-Telefon oder Anti-Telefon mit der Vergangenheit kommunizieren und möchte mit dem Besucher Kontakt aufnehmen. Um zu demonstrieren, wie diese Technologien funktionieren, habe ich ein Bluetooth-Beacon für Sie mitgenommen. Wie Sie sehen, das ist relativ klein und unproblematisch in den Ausstellungen zu integrieren. Wir haben Bluetooth-Beacons in den Räumen, wo die Handlung vorangetrieben wird, über der Tür versteckt. Damit sind sie nicht im Sichtbereich des Gastes. Und sobald das Signal stark genug wird, wird ein Audiofile ausgelöst, was nun die Handlung vorantreibt. Die
Besucherinnen bewegen sich von Kunstwerk zu Kunstwerk, von Museum zu Museum, von Geschichte zu Geschichte, die sich fließend miteinander verbinden. Die wichtigsten Erkenntnisse daraus waren, dass die Besucherinnen, die wir befragt haben, über ihre spezielle Besuchsmotivation hinweg das Bedürfnis hatten, am Kulturforum eine bessere Navigation zu haben. Das bedeutet sowohl außerhalb im Bereich des Kulturforums, aber auch innerhalb des Kulturforums, in den einzelnen Sammlungen, in den Museen selbst. Die Besuchenden fühlen sich einfach ein bisschen verloren und daran wollen wir arbeiten. Des Weiteren war eine total wichtige Erkenntnis, dass sie einen sehr starken Wunsch nach besserer Kontextualisierung der verschiedenen Objekte haben. Und das gab uns die Design Challenge zum Ausprobieren innerhalb des AR-Prototyps und jetzt auch im Future Walk. Mit dem Projekt Future Walk erweitern wir das Besuchserlebnis mittels neuer digitaler Medien und Erzähltechniken. Dabei zielen wir darauf ab, in aktive Selbsterkundung der Sammlungen vor Ort zu fördern und der Museen am Kulturforum für ein breites Publikum zu öffnen. Ich freue mich sehr darauf, dass die Besucherinnen die Ausstellungen am Kulturforum mithilfe Future Walk App in eine interaktive Weise erleben zu können. Progressive Web Apps, das sind Webseiten, die aber wie Apps funktionieren. In der Progressive Web App, die wir entwickelt haben, können BesucherInnen die Objekte und Werke, die in Ausstellungen zu sehen sind, als 3D-Objekt auf ihrem eigenen Smartphone erkunden. An diesen 3D-Objekten sind verschiedene Infopunkte angesetzt und hinter diesen Infopunkten verbergen sich weitere Informationen und Inhalte zu den Objekten. Verschiedene Infopunkte zusammen ergeben dabei einen Erzählstrang. Das heißt, BesucherInnen können selbst entscheiden, an welcher Stelle sie in diese Informationen eintauchen möchten und ob das für sie relevant ist. Auch gemeinsam mit dem Münzkabinett der Staatlichen Museen zu Berlin haben wir eine Web-App entwickelt. Mit dem Münzkabinett ging es dann um die Sonderausstellung Bronzen wie Tiere. Hier werden in der Web-App verschiedene Münzen, Medaillen und Kleinplastiken eben aus der Sonderausstellung gezeigt. Der Source-Code der PWAs ist auf GitHub frei verfügbar. Die PWAs und die Vorlage, um PWAs zu erzeugen, sind in Museum 4.0 unter freier Softwarelizenz entwickelt worden. Das Projekt AR Interactive Guide Tool erweitert ein übliches museales Format. Mithilfe der aktuellen Möglichkeiten der Augmented Reality Technologie wird die interpersonelle Kommunikation zwischen Besuchern und Guides unterstützt. Für viele Kuratorinnen und Kuratoren ist dieses Thema ja auch neu. Ja? Und das ist sozusagen, dass sie da es schaffen, einen Prozess zu starten, der eben auch nochmal wieder Horizonte weiter werden lässt. Ja? Dass sich auch in den Köpfen nochmal was tut, was man nicht noch alles im Museum zeigen kann, ohne dass es eben die Aura der Objekte zerstört, ohne dass es da komische Konkurrenzsituationen im Raum gibt, sondern im Gegenteil, dass es da einen Dialog auch im Rahmen der Präsentation gibt. Das war natürlich ein ganz spannender Prozess. Unser Use Case für die Entwicklung dieser Anwendung ist ein großformatiges Objekt, und zwar das sogenannte Kulthaus der Abelam aus Papua-Neuguinea. Das Objekt gehört zur Sammlung Ozeaniens des Ethnologischen Museums. Das Kulthaus der Abelam wird zum ersten Mal im Humboldt-Forum vollständig gezeigt. Eine Herausforderung für das Projekt war, dass das großformatige Objekt wegen der Projektentwicklung nicht zur Verfügung stand. Um diese Situation zu überbrücken, haben wir ein Modell des Kulthauses realisiert, mit dem wir die zukünftige Situation im Ausstellungsraum in kleinerem Maßstab reproduzieren können. So konnten wir das Besuchererlebnis mit dem Objekt, mit dem digitalen Tool, mit dem Guide gut testen. Also das Prinzip der Anwendung basiert darauf, Besucherinnen-Tablets für während der Führung zu verteilen, die mit einem Tablet des Guides gekoppelt sind. Der Guide verfügt über eine Menüsteuerung
ob der unterschiedliche Funktionalitäten aktivieren und deaktivieren kann. Zum Beispiel kann der Guide digitale Duplikate von Originalobjekten in den Vordergrund der Tablets der Besucherinnen augmentieren und erkunden. Nach Freigabe durch den Guide können Besucherinnen selber die Objekte augmentieren in ihren Tablets und auch explorativ erkunden. Und so können die Besucherinnen dann Perspektiven der Objekte dann entdecken, die am Original gar nicht oder kaum möglich sind. Die Guides verfügen in der AR-Anwendung über einen Pool an weiteren Informationen und weiteren Materialien, wie zum Beispiel Grafiken, Videos, Rekonstruktionen, die sie ganz flexibel während der Führung einsetzen können. Für die Integration des Sammlungsobjektes in das augmentierte Erlebnis war die 3D-Digitalisierung der Innerkammern wesentlich wichtig. Diese beiden Räume, die das Abelamhaus bilden, wurden im alten Ethnologischen Museum von den Restauratoren wieder aufgebaut, weil die Objekte noch teilweise unrestauriert waren. Sie bestehen aus Holz und sind mit einer matten Farbe bemalt. Das eignet sich wirklich hervorragend für 3D-Aufnahmen. Wir haben keine Reflexion, wir haben kaum größere Details oder gar Hinterschneidungen. Die Aufnahmen der ganzen Modelle bzw. der ganzen Figuren, insgesamt waren es 56 Figuren, hat ganze 5 Tage gedauert. Dementsprechend lang hat natürlich auch die Aufarbeitung gedauert, aber die Ergebnisse können sich, glaube ich, wirklich sehen lassen. Die Online-Sammlungen der staatlichen Museen zu Berlin zeigen aktuell mehr als 250.000 Objekte aus den Sammlungen. Im Teilprojekt haben wir uns gefragt, wie wir die Online-Sammlungen auch für weitere Gruppen von BesucherInnen zugänglich machen können. Im Konzeptionsprozess haben wir uns verschiedene Nutzungsszenarien der Online-Sammlung angeschaut. Zum einen ein recherchebasierter Zugang, sodass ForscherInnen Objekte einfach und schnell finden können in den neuen Online-Sammlungen. Aber ein weiteres Nutzungsszenario sehen wir in der Verknüpfung der Online-Sammlungen mit den Sammlungen vor Ort, dass also BesucherInnen ihren Besuch der Häuser vorbereiten können und vielleicht online schon Objekte finden, sehen, entdecken, die sie später in den Häusern und Ausstellungen sehen möchten. Als drittes ein Zugang für BesucherInnen, die staatlichen Museen zu Berlin rein online besuchen. Und als viertes Nutzungsszenario geht es darum, die digitalen Objekte der Online-Sammlung über die Distributionswege, die uns im Internet zur Verfügung stehen, an BesucherInnen zu bringen. Das bedeutet, dass die digitalen Objekte der Online-Sammlung auch in Suchmaschinen im Internet auffindbar sein sollen und damit wieder auf die Online-Sammlung selber verweisen. Als Antwort auf diese verschiedenen Nutzerszenarien haben wir 3 Webseiten entwickelt und uns dazu überlegt, wie wir digitale Objekte besser im Netz darstellen können. Über das Format Touren verbinden wir die Online-Sammlung und die digitalen Objekte mit den Ausstellungen und Häusern vor Ort. Um die neuen Online-Sammlungen besucherzentriert aufzustellen, standen wir über den gesamten Entwicklungsprozess hinweg mit den Nutzern in Kontakt. Wir haben Interviews geführt, wir haben Design-Sprints gemacht und in Workshops Nutzeranforderungen gesammelt. Die Forschungskooperation ist ein interdisziplinärer Zusammenschluss aus uns, dem Teilprojekt M1 bei den Staatlichen Museen zu Berlin und dem Urban Complexity Lab, wir nennen es immer kurz UC Lab. Wir haben uns im Rahmen der Arbeit dezidiert zwei Fragen gestellt, insbesondere vor dem Hintergrund, dass die Staatlichen Museen zu Berlin ja eine sehr heterogene und ja, disziplinär unterschiedliche Sammlungen haben, wie man diese übergreifend darstellen kann. Der zweite Aspekt ist halt, wie man in die interaktive Exploration geschickt eine Suche einbinden kann. Wir haben zum einen den Bestand der Alten Nationalgalerie, die ja wiederum zur Sammlung der Nationalgalerie gehört, und den Bestand des Museums Europäischer Kulturen. Die Grundlage der Anwendung
bilden halt Ähnlichkeiten der Objekte. Und diese Objekte werden dann auch in der Anwendung selber so nah wie möglich zueinander angeordnet. Man kann auch als Nutzerin sagen, okay, ich will jetzt nochmal gezielter in eine Objektgruppe hineinblicken. Das kann ich durch das Zoom machen, dass ich hier auch nochmal das Beziehungsgeflecht genauer sehe und analysieren kann. Wir haben hier einfach die Möglichkeit, was auch eins der Ziele überhaupt ist, den digitalen BesucherInnen einen intuitiveren, aktiveren, erweiterten und vor allen Dingen auch einen niederschwelligeren Zugang zu den Sammlungen der Staatlichen Museen zu Berlin zu geben. Besonders spannend an der Arbeit an den Online-Sammlungen war, dass sie so viele museale Arbeitsbereiche betrifft. Ganz verschiedene Stellen und Mitarbeiter in den staatlichen Museen arbeiten ja an den Museumsobjekten, an der Datenerfassung oder sie bringen sie in Ausstellungen. Und die Online-Sammlung bringt eigentlich alle diese Elemente zusammen. So, Ena Wasa Wasa Lebu, auf dem Weiten Meer, ist ein Virtual-Reality-Spiel für Kinder zwischen 8 und 12 Jahren. Nach der Eröffnung des Humboldt-Forums kann das Virtual-Reality-Spiel umgeben von den Südseebooten in Ausnahmsbereich Ozeanien gespielt werden. Dann kam während der Arbeit mit dem Team, kamen wir sehr schnell darauf, dass wir ganz gezielt etwas machen wollen für Kinder und Jugendliche, um denen verständlich zu machen, wie funktionieren denn Navigationstechniken in dem pazifischen Raum, in der Südsee. Wie kommen die Inselbewohner von einer Insel zur anderen? Und das ist natürlich nicht sehr einfach zu erklären. Und insofern kamen wir dann schnell auf die Idee, ein VR-Spiel zu generieren, was eben genau diese Navigationstechniken zum Inhalt hat, aber eben in einer sehr spielerischen Art und Weise. Die Technik sollte dabei nicht in den Vordergrund geraten. Der Fokus liegt natürlich auf den Kindern. Wie haben wir das nun geschafft? Zum einen wird es ein Möbel geben, auf dem beide Kinder Platz nehmen, welches nicht nur die Form der Boote aufnimmt, wie sie auch im Spiel vorhanden sind, sondern vor allem aus technischer Sicht die Technik versteckt, aber trotzdem gut zugänglich macht für die Betreuer, ohne dabei die Bewegungsfreiheit der Kinder einzuschränken. Domo, ein erfahrener Navigator, heißt sie in Fidschi willkommen und lädt sie zu einer weit entfernten Insel ein. Für die Reise teilt Domo geheimnisvolles Navigationswissen mit, das die Kinder entlang der Fahrt entziffern sollen. Bono, eine stilisierte Schildkröte auf dem Segel des Bootes, hilft den Spielerinnen in Notlagen und begleitet sie durch die ganze Reise. Die Strecke erfordert Konzentration und geschicktes Steuern beim Segeln, um einige unerwartete Hindernisse zu überwinden und die Zielinsel zu erreichen. Die Kinder lernen in einem 10-minütigen Spieldurchlauf, sich tagsüber an der Sonne, an bestimmten Wolkenformationen und an Seevögeln zu orientieren. In der Nacht müssen die Spieler ihren Weg mithilfe des Kreuz des Südens finden. Besonders intensiv bei dem Virtual Reality Spiel war die Einbeziehung der Nutzerperspektiven während der Projektentwicklung. Die Entwicklung des VR-Spiels für Kinder haben wir aus Seiten der Besucherinnenforschung mit konsequenten Nutzertestings begleitet. Dabei war uns vor allem wichtig, für die digitale Produktentwicklung immer ganz nah an den späteren Zielgruppen zu bleiben. Dafür haben wir Testreihen entwickelt, in denen wir zum einen beobachtet haben, wie Kinder und Jugendliche verschiedenen Alters mit dem Spiel innerhalb der unterschiedlichen Entwicklungsstadien umgehen, was sie daraus mitnehmen, ob die Vermittlungsziele ankommen, aber auch, wie das mit der Technik funktioniert und mit dem Betrieb. Die Kinder waren tatsächlich begeistert, haben uns aber immer wieder Hinweise dafür gegeben, wie wir das Spiel noch besser machen können. Mit dem Virtual Reality Spiel wird ein emotionales, unmittelbares Erlebnis in den Kindern erzeugt, mit dem sie eigene Ankerpunkte zu den Südseebooten und zu anderen weiten Themen im Ausstellungsraum finden können.
Der individuelle Mehrwert digitaler Technologien ergibt sich dabei aus ihrem strategischen und konzeptionellen Einsatz. Je nach Zielstellung oder Zielgruppe kommen verschiedene Technologien wie beispielsweise Virtual Reality, Augmented Reality oder aber auch webbasierte Technologien zur Anwendung. Ein wichtiges Anliegen ist uns der Aufbau methodischer Kompetenzen innerhalb der SMB. Durch kontinuierlichen Wissenstransfer und verschiedene Maßnahmen wie beispielsweise Workshops mit den Kolleginnen und Kollegen versuchen wir, unser Wissen weiterzugeben und das Projekt nachhaltig in die Struktur zu etablieren. Und dann hoffen wir natürlich ganz klar, dass das, was ihr erarbeitet habt, auch entsprechend Resonanz findet in der Museumslandschaft. Mhm.